da, halt, stopp. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp! Es geht, hier geht's nicht mehr weiter. Nur noch bis hierhin und nicht mehr weiter. Warum ist da Blut auf dem Dach? Was macht das für einen Sinn? Wo war es nochmal? Ja, oder? Ich glaube, da ist sein können. Müsste eigentlich. Ja, perfekt. So. Wer bist du? Was fliegt denn hier rum? Oh, Nachtfalter. Okay. Entschuldigung. Wer sind Sie? Ein Zombie. Sie sind verletzt. Schnell, kommen Sie mit. Ich bringe Sie zu einem Arzt. Das sieht so dumm aus. Gib sie keine Mühe. Es hat keinen Sinn. Die Wunden werden bleiben. Ein Arzt kann mir nicht helfen. Und für dich wäre es besser, wenn du nicht länger hier in dieser Stadt bleibst. Aber ich kann sie doch nicht hier lassen. Muss es aber. Verschwinde, ihr diese Zombies wiederkommen. Wieso sind sie denn nicht in diesem Haus, wo die anderen Leute sind? Wieso sind sie denn nicht in diesem Haus? Falsche Betonung. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Monster auch in das Haus kommen. Ich bringe sie dorthin. Hier sind sie doch ungeschützt. Nein, es hat keinen Sinn. Verstehe mich. Ich bin verletzt. Es lebt fast keiner mehr in dieser Stadt. Ich werde nie wieder ein Leben wie früher führen können. Außerdem leide ich durch die Schmerzen, die mir die Zombies zugefügt haben. Vielleicht könnte ein Arzt trotzdem helfen. Aber egal. So. Schwester ist nicht da. Jetzt wieder mit dem Init. So, ich frage einfach mal. Du willst mir einen Gefallen tun. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann töte mich. Was? Das kann ich doch nicht machen. Ich verstehe dich. Ich kann ja fragen, ob die Leute in dem Haus doch noch Platz für sie haben. Und bleiben sie hier im Haus. Jetzt darf ich da wieder zurücklatschen. Oh, super. Super. Oh, yeah. Oh. Oh, yeah. That's so awesome. I'm wetting my pants. Warum ist denn eine Sackgasse? So sinnlos. Voll sinnlos und so. Wo ging es jetzt nochmal lang? Hier oben, oder? Ich glaube, ja. Ja. Speicherpunkt. So. Verzieh dich jetzt, los! Hey, hör zu, in dieser Stadt lebt noch eine Frau. Habt ihr noch Platz für sie? Wie? Ich dachte, es wären alle Lebenden bereits im Haus. Los, hole sie! Achso, ja, nee, hat sich der gerade bewegt? Nee, oder? Keine Ahnung, ich hab nicht richtig drauf geachtet. Du. Was sagt denn Chester? Hab's gerade probiert, ging noch nicht. Ah, super. Warum muss das hier alles so schwierig sein mit dem. Ich bin froh, dass es bei euch wenigstens läuft. Was? Die Frau? Nein! Bitte nicht! Oh nein! Was zum. Okay. Dum. Ich habe es befürchtet. Zombies. Oder wie auch immer man sie nennen möchte. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Alter, das sind Speed-Zombies. Irgendwas bla. Wir haben eine Frau. Ich komme zu spät. Vielleicht trägt sie einen nützlichen Gegenstand. Ja. In dem Kadaver. Mhm. In dem zerstückelten Kadaver. Naja. Ein Arm und ein Teil ihres Körpers. Außen überall Blut. Im Inneren absolut blutleer. Sie hat einen Schlüssel in der Hand. Ein Hortschlüssel. Ich gehe am besten zu dem Mann zurück, um zu erzählen, was passiert ist. Tam Zombies. Ich hab schon wieder falsch. Oh Mann. Oh mein Gott. Ist so schlimm, die Frau ist gestorben. Oh, nicht schlimm. Ja. Heile dich. Die Frau, sie ist tot. Was? Das ist nicht wahr. Warum? Er hat sich als Hitler, sie tot ist. Warum soll er lügen?
Doch, leider. Wer war diese Frau? Weißt du das? Nun, ich weiß es nicht, aber sie hatte diesen Schlüssel in der Hand. Sie war es, die Kindergärtnerin. Alle Kinder mochten sie und sie mochte die Kinder. Und dann hat sie ganz komische Sachen mit ihnen gemacht. Hat sie immer in so einem komischen Raum mitgeschärft, die Kinder. Und dann hat sie immer so, oh, oh ja, Tom, oh ja, Tom, oh ja. Hat dann geschrien und dann irgendwie so, oh ja, Tom. Naja. Sorry. Sie machen ihr eine und alles. Das kann ich mir vorstellen. Aber sie zog sich zurück, seit ein Kind tot auf der Straße gefunden wurde. Sie schloss den Kindergarten und niemand wusste warum. Die muss aber sehr, sehr ungeeignet sein für ihren Job, wenn die schon, wenn ein Kind tot ist, gleich ihren ganzen Kindergarten schließt. Und jetzt wissen wir es. Die Untoten waren es. Bitte geh mit dem Schlüssel in den Hort und sieh nach, ob dort irgendetwas ist. Falsch geschrieben. Ich habe so ein komisches Gefühl im Bauch. Es könnten auch blöde Winde sein, aber geh dahin. Ich habe ein Gefühl im Bauch. Na gut, ich kümmere mich darum. Bis später. Später. See you, Alligator. Oder so. Wo ist denn eigentlich dieser Scheißwort jetzt? Ich war da auch nicht, glaube ich, oder? Keine Ahnung. I don't know. Dum, 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 dum. Da laufen Zombies rum. Oh Mann. Die Kindergärtnerin, die ihre Kinder ganz, ganz lieb hat. Vielleicht warst du in der katholische Kindergarten. Oh, ich bin fies. Ich weiß. Oh Mann, ey. Oh, dieses Geplätze, das geht mir so auf den Keks, Alter. Alle 4 Sekunden. Mann, boah. Das ist so dumm. Hallo, Inf. Hallo, willkommen wieder bei Faces of Death. Du hast nicht allzu viel verpasst, irgendwie. Nur dumme Bosse und storymäßig ist nichts passiert und ich laufe eine dumme in der Gegend rum und erfülle irgendwelche dummen Aufträge. Mehr mache ich doch nicht gerade. Außer also, dass ich hier was. Dum, dum. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Hier sitzt alle auf mich ständig. Wow, wieder ist der Kasse. Was ist denn hier lang? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Und ich wollte übrigens wohin das Pair spielen, so ein Trash-Horror-Spiel, was du für ein paar Cent kriegst. Das wollte ich auch nicht von OBS aufnehmen lassen. Das heißt, ich muss es als Display aufnehmen, wenn ich das spielen will, aber mache ich irgendwann später vielleicht mal. Jetzt laufe ich hier wieder dumm durch die Gegend, ey. Oh, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ich hasse es. Lass da gehen. Wo geht's denn nicht hier lang? Ich bin gerade im Kreis gelaufen, glaube ich. Gibt's doch nicht, ne? Oh, Alter, das sieht doch allzu gleich aus. Dafür kann man sich doch nur verlaufen. Wo bin ich? Wo muss ich lang? Was geht hier ab? Was zum Regenbogen? Das ist, ich weiß, es ist ganz sehr spannend für euch, aber kann ich auch nicht, kann ich wieder dran ändern, weil ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang soll. Alter Spiel, ey, willst du mich? Ja, endlich, geht doch. Mensch. So. Das geht jetzt ins Zweite, ist wieder Monster. Zombies, oder? Ja, Monster ist ein Monster. Zombies schnetzeln und, so. Hallo, Alter. Hier blitzt es mindestens nicht mehr, oder? Oh, danke, endlich. Meine Fresse. Das soll ein Kinderhort sein. Sieht ja aus wie ein Rathaus oder so, keine Ahnung. Pink, Fluffy, Unicorn, Dancing und Rainbow. Rainbow. Sie haben sich seltsam aus. Wer legt die Teppiche denn so komisch hin? Der Entwickler, der einfach nur so dumm ist, auch nicht zu mappen. Deswegen. Wasser, hier, seltsam. Das soll ein Kinderhort sein.
Das soll ein Kinderhort sein? Ja. Okay. Dieses Mapping, das ist so. Das ist so. Bahnbrechend. Aha. Haben wir irgendwas drin? Nö, ne? Ja. Ja, mein Schlüssel. Der R-Schlüssel. Jetzt gehen wir schon wieder das Alphabet wieder durch. Jetzt sind wir bei R angekommen. Cool, oder? Sind wir bei R angekommen. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z fehlt nur noch. Und dann haben wir auch alle Schlüssel. Wahrscheinlich kommt da noch Sonderzeichenschlüssel dran oder so. Keine Ahnung. Entschuldigung. Ich soll nicht ständig ausstoßen. Was haben wir denn hier? Wer baut denn bitte solche Häuser? Entschuldigung, fürs Ausstoßen. Ich weiß nicht, was ist los, ey. Ich hab so viel Kohlensäure oder Luft im Magen. Ich glaube, weil ich zu viel gerade einatme. Oh, Alter, dieser Weg! Alter, guckt euch das mal an, ey. Das Spiel. Das Spiel besteht nur aus Wegverlängerungen. Boah! Alter, wenn ich das wieder so rumlaufen latschen darf. Die Tür ist halt. Oh. Fuck! Yo Game! Wer baut denn solche Gänge? Ja, ich danke auch, dass du mich auslasst, ey. Alter, das ist fies. Alter, diese Gänge. Wer baut denn sowas? Ist doch nicht normal. Boah, Leute. Ist doch nicht normal. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht schön hier. Tür ist verschlossen. Was für einen Schlüssel brauche ich jetzt, wenn ich das nicht sagen können? Da ist irgendwie wieder kein Licht. Lass mich mal spielen. Danke. So. Was einmal vor mir die Pack gefunden. Obwohl soll ich wissen, dass da eine Truhe steht? Soll ich da jeden einzelnen Teil von diesem Drecksding her ablaufen oder was? Boah, Alter, guckt euch das mal an hier, wie das aussieht. Ja, ist klar, und da soll ich in der Dunkelheit rumlaufen. Wow, Alter, was für ein Dreckspiel. Boah, wie soll ich denn wissen, wo ich hier, dass ich dann gegen die Wand laufe? Das sehe ich ja nicht mal. Boah, Alter, was für ein Dreck. Luxus Kindergarten, da haben die Kinder Auslauf. Ja. Und laufen in der Dunkelheit rum. Alter. Und das geht auch noch weiter. Boah. Alter, ist das Dreck hier. Wer kam denn auf so eine scheiß Idee? Will er den Spieler echt quälen oder was? Boah. Ich bin gerade sowas von geladen, ey, ganz ehrlich. Ich bin sowas von geladen. Die Bewertung von den Spielen, die wird noch schlechter ausfallen als Legend of Scheiß Mentos. Ganz ehrlich. Die ganze Zeit soll ich in der Dunkelheit rumlaufen. Stell ich mir vor, müssen das in Dunkelheit machen, wenn wir nicht Licht an hätten. Okay. Hier liegt etwas. Es fühlt sich an wie ein Hühnerbein. Ja, dann nimm es doch einfach mit oder so. Keine Ahnung. Schlüssel. Hier liegt etwas. Es fühlt sich an wie ein Schlüssel. Liegt etwas. Es fühlt sich an wie ein Buch. Ich möchte wissen, was das für ein Buch ist. Ja, dann nun. Hier liegt etwas. Es fühlt sich an wie ein Totenschädel, der so riesig ist und er verändert sich. Guck mal, da hat jemand wieder vergessen, sein Fix Perfect einzustellen. Wow. Wow. Da können die dann Verstecken spielen und ich gehe mal verlaufen, wenn wir nach Hause zurückkehren. Das würde ich manchen Kindern sogar gerne wünschen, ehrlich gesagt, wenn ich mir so manche Plagen angucke von heute.
Vor allen Dingen manche Minecraft-Plagen.